Du nervst. Ah, sie ist schon mal sehr charmant. Du siehst ein auffallendes Mädchen mit roten Haaren, das eine Lederrüstung trägt. Ihr rechter Arm ist mit ineinandergreifenden Platten bedeckt, die aussehen, als stammten sie vom Schuppenpanzer eines Tieres. Ein mit einem Horn versehenes Schulterstück schützt ihren linken Arm. Seltsamerweise hat sie einen Schweif, der hin und her schlägt, als du sie beobachtest. Ziehleine. Seid gegrüßt? Das Mädchen ignoriert dich. Fragen wir mal, wo wir genau hier sind. Also wir sind im Stock, aber vielleicht gibt es hier noch Bezirke oder dergleichen. Du hast dich verirrt, aber du handelst dir gleich Ärger ein. Verirr dich gefälligst woanders, Fussler. Was ist ein Fussler? Ich hätte dann noch ein paar Fragen, die ich dir stellen wollte. Ja, und was willst du? Kann mir nicht helfen, aber mir geht nicht aus dem Kopf, dass du einen Schwanz hast. Was du nicht sagst. Das Mädchen blickt an sich herunter. Tatsächlich? Habe ich noch gar nicht gemerkt. Du bist ja vielleicht ein Schlaumeier. Sie fletscht die Zähne. Warum verziehst du dich nicht zurück in das Loch, aus dem du gekrochen bist und lässt mich in Ruhe? Weder ich noch mein Schwanz sind zu haben. Klar? Schon gut. Ich war einfach nur neu. Umso besser für dich, dass weder du noch dein Schwanz zu haben sind. Damit könntest du ohnehin keinen Lebensunterhalt verdienen. Das war jetzt nicht sehr hilfreich, Morte. Was meinst du, Mistkerl? Sag das nochmal. Naja, also Mortes Spezialität ist ja auch, die Leute zu provozieren. Das haben wir noch nicht wirklich häufig benutzt, aber er benutzt dazu Flüche. Vielleicht kann er noch was von ihr lernen. Sie scheint ja recht, grobzüngig zu sein. Ja, genau. Wir provozieren sie jetzt und gucken mal, ob er nicht ein bisschen was dazu lernen kann. Er sagte bloß, und ich muss ihm dazu stimmen, du könntest keinen guten Lebensunterhalt damit verdienen, dich selbst zu verkaufen. Ach, dann trifft es sich ja gut, dass ich Leichen verkaufe, oder? Ihr seht beide aus, als könntet ihr kleinen Aufenthalt im Ofen der Staubmenschen vertragen. Ihr Schwanz schlägt hin und her. Treibt's nicht zu weit, dass ich euch ins Totenbuch stecken muss. Na gut, hat nicht ganz so funktioniert, wie wir dachten. Leichen verkaufen? Ja, von den Staubmenschen kriegt jeder etwas Klimper, der gewillt ist, Totenbüchler von der Straße aufzulesen und sie in die Leichenhalle zu bringen. Aber dies hier ist mein Gebiet. Schlag dir am besten gleich aus dem Kopf, hier Totenbücher zu sammeln, klar? Dein Gebiet? Jawohl, mein Gebiet. Ist der Hohlraum zwischen deinen Ohren etwa so groß, dass meine Worte darin hallen? Bah, du fragst zu viel, Pestbeule. Pack ein und such dir einen anderen Dummen für deine Fragen. Ich hätte da bloß noch eine Frage. Schließ ab. Ich habe nichts mehr zu sagen, Dussel. Hau ab. Na gut. Schade, dass es nicht geklappt hat mit dem Fluchen. Aber vielleicht können wir sie später nochmal provozieren. So, da ist noch ein Staubmensch. Den gehen wir erstmal aus dem Weg. Oh, du siehst komisch aus. Deine Kleidung ist ganz schön auffällig. Die anderen hier sind meistens recht trist gehalten, aber du? Du siehst einen massigen Mann, dessen scharfe Gesichtszüge einen gepeinigten Ausdruck tragen. Trotz seiner großen Statur hat er etwas Feminines und im Gegensatz zu den anderen Bewohnern, die du gesehen hast, sieht er aus, als habe er vor kurzem gebadet. Als du dich näherst, schaut er hoffnungsvoll auf und ruft mit hoher Stimme: Kradok, guter Herr! Was? Seine hoffnungsvolle Miene, verblasst, als er dein Gesicht eingehend betrachtet. Ich bitte vielmals um Verzeihung, werter Herr, wenn ich euch beleidigt haben sollte. Er macht eine kleine Verbeugung. Mein Name ist Ben, der Sender. Drittes Kind von Dai Ben, dem Sender. Ich bin einer der vielen Sender im Dienste des Hauses der Sender. Was ist ein Sender? Du hast mich nicht beleidigt. Noch nicht. Was möchtest du? Ich bitte vielmals um Verzeihung, dass ich euch mit solch einer Nachtigkeit belästige. Doch ich suche Kradok, einen Aufseher im Stock. Ben sieht aus, als ob er unter Schmerzen leidet.
Doch leider kann ich ihn nicht finden. Er sieht dich wieder hoffnungsvoll an. Habt ihr vielleicht etwas über diesen Mann gehört? Nein, tut mir leid. Ben stößt einen tiefen Seufzer aus. Ich bin verpflichtet, ihm eine Nachricht zu überbringen. Doch bis jetzt war mir das Glück noch nicht hold. Ich wäre vielleicht in der Lage, ihn zu finden und ihm deine Botschaft zu übermitteln. Gegen ein gewisses Entgelt. Bens Gesicht erstrahlt wie eine Laterne. Selbstverständlich, werter Herr. Wenn ihr diesen Gradok findet und ihm die Botschaft überbringt, werde ich dafür sorgen, dass ihr eure Mühen entlohnt werdet. In Ordnung, wie lautet deine Botschaft? Ben rezitiert die Botschaft fast wie ein Mantra. Die Lieferung muss am dritten Tag in Verdammnis sein, ansonsten droht eine Strafe. Ben runzelt die Stirn. Mir wurde gesagt, dass Cradock von der Lieferung weiß, mit der diese Botschaft im Zusammenhang steht. Wenn ich Cradock sehe, werde ich ihm die Botschaft überbringen. Kannst du mir noch irgendetwas von über ihn erzählen, das mir helfen würde, ihn zu finden? Er soll ein Riese von einem Mann sein, mit strengen Gesichtszügen, und er soll Aufseher auf einem der Marktplätze des Stocks sein. Leider weiß ich sonst kaum etwas über ihn, werter Herr. Verstehe, das soll erstmal genügen. Auf einen Marktplatz wollten wir ja eh gehen, um so Sachen loszuwerden. Den können wir uns da gleich mal umgucken. Ben verbeugt sich. Danke, mein Herr. Sollte das Schicksal euch jemals gnädig sein, sodass ihr diese Nachricht Cradock überbringen könnt, seid doch bitte so freundlich, zu mir zurückzukehren, um mir davon zu berichten. Ich werde dann dafür sorgen, dass eure Bemühungen belohnt werden. Also gut, lebt wohl, Ben. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. So ein Marktplatz. Bist du grün? Sprechen wir mit der grünen Frau da. Du siehst eine müde wirkende Frau in einem engen Ledermieder und Leggings. Ein billiger Parfümgeruch umgibt sie wie eine Wolke. Und ihr Gesicht ist mit Schminke zugekleistert. Als sie dich sieht, lächelt sie. Hast du keine Lust, dich ein Weilchen mit mir zu unterhalten, Liebster? Seid gegrüßt. Die Frau schaut dich kokett an. Du siehst aus wie ein Typ, der was verloren hat. Vielleicht kann ich dir bei der Suche helfen, Schleifer. Sie lächelt verhalten. Oh? Was für ein Glück. Wahrscheinlich haben wir das, wonach wir gesucht haben, in einer Absteige verloren, Fräulein. Also ja, Mortal macht uns gerade dezent darauf aufmerksam, dass das eine Prostituierte ist und keine Person, die Sachen sucht. Vor allem keine Journale wahrscheinlich, die wir haben wollen. Ja, wir könnten jetzt sagen, wir suchen ein Journal. Er wird uns auch komisch angucken. Ich suche gar nichts, aber ich hätte da ein paar Fragen. Die Frau runzelt die Stirn. Ich bin kein Schnüffler. Sie runzelt die Stirn und reibt zwei Finger aufeinander. Es sei denn, du hast ein bisschen Klimper, um mich für meine Bemühungen zu entschädigen. Na gut, bezahlen wir ein bisschen was. Für einen hübschen Knochenbrecher wie dich, sie lächelt breit, sodass eine Reihe schwarzer Zähne sichtbar ist. Drei Kupfermünzen sind genug, um meine Zunge zu lösen. Sie leckt sich die Lippen und runzelt die Stirn. Andere Fragen, die tiefer gehen, kosten dich allerdings mehr. Na gut, drei Münzen ist nicht wirklich viel. Also gut, sie nimmt den Klimper in ihre Hand, wo er sofort verschwindet. Jetzt, da waren noch ein paar Sachen, die ich wissen wollte. Wir können fragen über die Stadt, ob es hier was Interessantes gibt, nach Ferret und nach einem Journal. Über ein Journal wird sie wahrscheinlich nichts wissen. Also fragen wir mal direkt über Ferret. Ferret? Also das ist eines der ganz großen Dunkel, mein Lieber. Wenn du über diesen Kerl etwas wissen willst, dann kostet das dreimal so viel Kupfermünzen wie eine normale Frage. Okay, hier hast du 9 Kupfermünzen. Sie schaut deine Münzen prüfend an, zuckt mit den Schultern und steckt sie ein. Was willst du über den alten Ferret wissen? Bei dem Preis alles, was du mir über ihn erzählen kannst. Sie zuckt mit den Schultern. Man sagt, dass er ein Sammlerboss sei. Er hat eine ganze Menge Typen in seinem Gefolge. Wo kann ich ihn finden? Naja, keiner weiß das so genau, aber wenn ich einen Ort nennen sollte, mein Lieber, würde ich sagen Lumpensammlerplatz. Den Namen haben wir auch schon mal gehört. In derselben Notiz, die dir eine Barde erwähnt hat. Fragen wir nochmal, wo der ist.
Ja, ein riesiger alter Haufen aus Lumpen und Müll, 3 Blocks westlich der Leichenhalle. Alle Sammler richten sich dort ihre Absteige ein. Möglich, dass auch Farrell dort seine Absteige hat. Was ist denn ein Sammler? Weißt du, diese Schlucker, die für Klimper die Toten aufsammeln? Ein erbärmlicher Haufen. Gut, wir wissen eigentlich schon, warum sie es machen, aber vielleicht kriegen wir noch ein paar andere Eindrücke von ihr. Also fragen wir mal, sie sammeln Leichen ein? Warum? Weil sie nicht das Aussehen haben, um einen Job zu machen. Ja. Na gut, wir haben noch ein paar andere Fragen, und zwar über die Stadt allgemein. Ihre Augen verengen sich voller Misstrauen. Die Stadt? Was ist damit? Was denn? Was Siegel ist, willst du wissen? Sie zuckt die Achsel und schaut sich um. Es ist die Stadt, in der du stehst, die links und rechts von dir in die Höhe wächst. Sie lächelt. Sie schlägt Besuchern auf den Magen. Und wo genau ist Sigil? Zentrum der Ebenen, wie es so schön heißt. Ihr Tonfall wird verächtlich, wenn du das Gewäsch glaubst. Warum Gewäsch? Sie grinst. Tja, mein Lieber, nach allem, was die Graubärte und Gelehrte und Chefs und die ganzen Klugscheißer so sagen, hören die Ebenen niemals auf. Sie tippt sich an den Kopf. Wer kann dann sagen, wo das Zentrum ist? Ganz schön plitsch. Dann hätten wir noch eine Frage über Interessantes hier in der Gegend. Auch wenn das langsam ganz schön teuer wird. Sie stemmt die Hände in die Hüften und schützt die Lippen. Hängt davon ab, woran du interessiert bist, Schleifer. Ich suche Arbeit. Also, wir suchen nicht Arbeit, wir suchen Gelegenheiten, um Geld zu machen. Wenn man dabei arbeiten muss, wäre es nicht so toll, aber das lässt sich wahrscheinlich nicht umgehen. Sie lacht. Du fragst mich? Was? Hast du etwa vor, in die Schwesternschaft einzutreten? Sie biegt sich vor Lachen. Das Gekreische ähnelt dem einer betrunkenen Hexe. Schließlich ebbt das Gelächter ab. Sie atmet tief ein. Du bist wohl ein reicher Mann. Na gut. Gibt es hier in der Gegend sonst noch etwas Interessantes? Was wollen wir? Wir wollen uns ein wenig amüsieren. Ich hab dir schon ein Angebot gemacht, mein Lieber. Und der Preis ist in Ordnung. Ich kenne keinen anderen Ort, wo du so viel Spaß haben könntest, als wie mit mir. Na gut, leb wohl. Meister, hast du nicht ein bisschen Klimper übrig? Ist schon ein Weilchen her? Oh, Morte will sich vergnügen mit der schwarzzähnigen, grünhaarigen Frau. Oh, na gut, ich denke, das wird mir nicht wehtun. Die Frau unterbricht. Der Preis ist doppelt so hoch für einen Mimir oder jeden anderen Degenerierten. Das klingt nicht sehr charmant. Mimir? Ein Mimir ist ein wandelndes Lexikon. Sowas wie ich, Meister. Verstehe ich gut. Nun, Morte, steigere dich da lieber nicht rein. So wie die aussieht, rette ich dich hier bestimmt vor einem zweiten Sterben. Sollen die Pocken deine Eingeweide zerfressen? Du stinkst wie eine Ziegenherde und bist doppelt so hässlich. Neue Spottgeschütze, oh Mann! Morte starrt wie hypnotisiert auf die Frau, über deren Lippen sich ein Schwall von Obszönitäten ergießt. Nach dem Ende dieses verbalen Ausbruchs schweigt Morte für einen Augenblick und wendet sich dann zu dir um. Wow, Meister, ich habe ein paar neue Flüche für meine Sammlung. Er wendet sich wieder der Frau zu, die eine Atempause eingelegt hat. Außerdem bin ich verliebt. Oh weia. Aber ja, genau das meinte ich vorhin. Manche Leute erledigt. Können provozieren, dass sie halt anfangen, einen zu verfluchen, in Anführungszeichen. Und dann lernt Morte was dazu. Was recht amüsant sein kann. So, aber wir wollen uns weiter umschauen. Obwohl, wo war die Anschlagsäule? Die war hier unten, ne? Gut. Also hier ist die Anschlagsäule, dann ist hier die eine Bar, wo wir reingehen wollten. Aber erstmal schauen wir uns hier draußen noch ein bisschen um. Hier sind überall Huren. Scheint sich ja zu rentieren. Ich bin weg. Und Schläger. Aggressive Schläger. Schon gut. Schon gut. Oh, da ist was dabei.
Na gut, wenn es hier gang und gäbe ist, dass man einfach so Leute angreifen darf, dann probieren wir das doch auch mal. Weil die können ja schöne Münzen dabei haben. Ja, davon nehmen wir jetzt einfach mal jeden mit, den wir sehen. Solange bis uns irgendeine Wache was anderes sagt. Ich bin weg. So, hier sind wir aufgewacht. Was haben wir hier? Ha, ein kleines Wohnhaus. Dieser Mann sieht aus, als ob er von einem Geist verfolgt wird. Seine Augenlider hängen schlaff herunter, als hätte er schlecht geschlafen. Und seine Haare sind lang und ungekämmt. Sein Bart hängt voller abgestorbener Hautfetzen und alter Speisereste. Er scheint dir nicht zu bemerken, als du dich ihm näherst. Seid gegrüßt. Beim Klang deiner Stimme blickt der Mann auf. Sein gelangweilter Ausdruck verschwindet. Er sieht aus, als hätte jemand in seinen Augen zwei Feuer entzündet. Wie kannst du es wagen, hier reinzuplatzen? Er kneift seine Augen zusammen und fletscht seine Zähne. Hau ab, oder ich steck dich in das Loch, aus dem du gekrochen bist. Ja, ist eine ganz schöne Überreaktion. Versuch's doch, wenn du meinst, stark genug zu sein. Und er greift uns echt an. Na gut. Und seine Frau auch. Ganz schön hartgesottenes Völkchen hier. Aber gut, uns soll's recht sein. Ein paar Kupferringe, Kupfermünzen. Und ist hier sonst noch was zu holen? Nö, nichts zu holen. Dann gehen wir wieder raus. Schau keinem in die Augen. Hier schlitzen sie dich auf oder pellen dir die Haut vom Leib. Sehr charmant. Der da versucht's nämlich gerade. Schon gut. Ah, wirklich stark sind die ja nicht. Na gut, speichern wir trotzdem ab. LP 00990007.